the culture, it's the art, it's sports, it's also friendship. I know Gigi and Ivan for 10 years. We came all the way from New York City. New York City represent. Also mein Name ist Christian Beschlitsch, genannt Kiki, und ich bin ein sehr passionierter Sammelkartenfreund und Sammler. Mein Name ist Ivan Beschlitsch, ich bin Künstler und mache seit 2007 Kunst, bin aber auch Basketballer und Kulturliebhaber. Mit Preserving the Culture wollen wir mehr sein als nur ein Trading Card Store oder eine Kunstgalerie. Wir wollen diese Kultur, die wir alle leben, die wir alle kennen, festhalten und bewahren. Sei es einfach nur mit einem Bild von einem 1er Jordan, den die Kultur geprägt hat, sei es mit einem Hip-Hop-Porträt, sei es mit diesen Karten, mit dem Hobby. Wir bringen die Kultur zurück und wir halten sie hoch, und das ist ein Laden, der dafür steht. Für uns macht das Sammeln eine Menge aus. Wir haben angefangen zu sammeln 96. Bevor der Hype da war, haben wir angefangen zu sammeln. Es ist wirklich so eine Passion. Für mich ist es so, Trading Cards ist ein Medium, was mich dazu führt, dass wir ganz, ganz viele Sammler wieder treffen. Und die Sammler sind heute teilweise meine besten Freunde geworden. Deswegen, Karten sind immer Teil meines Lebens gewesen, aber vor allem, wenn wir sie mit anderen teilen können, diese Freude teilen, wie wir sie heute teilen werden, das ist für mich die größte Freude daran. Wie wir die Kultur beibehalten wollen, das ist ganz einfach. In den letzten Jahren hat sich das Internetphänomen so weit entwickelt, dass man sich weniger trifft und auch alles nur noch online passiert. Was wir hier machen, was wir hier kreiert haben, ist ein Laden, der wieder den Kids, den Jugendlichen auch und Erwachsenen wieder eine Möglichkeit gibt, für kleines Geld reinzukommen und auch für großes Geld und einfach für ein paar Euro mal wieder so ein Päckchen zu kaufen. Dieses Gefühl, das ich als Kind hatte, wieder zurückzuholen. Mit den McDonald's-Tüten gibt es eine Geschichte, die aber größer ist, als es aussieht. Wenn man überlegt, die Leute haben vor 500 Jahren Blumensträuße gemalt oder Obstkörbe, weil es damals für die Leute von Relevanz war. Und ich sehe eine McDonald's-Tüte als kulturelles Erbgut an. Außerdem habe ich pandemiebedingt mich jeden Tag von McDonald's Fast Food McDrive ernährt, wenn alles zu ist, was willst du da machen? Und ich wollte einfach ein Zeichen setzen, mein Porträt auf eine McDonald's-Tüte ist das Porträt des Künstlers dieses Jahres. Und man muss ja weiterdenken, wenn in 50 Jahren die Leute so eine McDonald's-Tüte aus dem Jahr 2021 finden, ich würde mir das direkt kaufen. Direkt. Und das ist History, Mann.